Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Heute mit einer Doppelfolge vom realen Irrsinn. Und zwar geht es heute zweimal nach Bad Salzuflen zu einem Geysir. Das Ganze habe ich aber nicht selbst gefunden beim realen Irrsinn. Nein, das ist mir vorgeschlagen worden unter einem meiner YouTube-Videos. Und zwar vom Schildi 1. Bei dem bedanke ich mich recht herzlich. Du wirst auch in den Videotitel mit eingearbeitet werden, wenn das Ganze auf YouTube kommt. Das kann ich dir versprechen, da kommst du als Ad hinten dran. Und ja, da seht ihr mal, wenn ihr mir was vorschlagt, dann schaue ich mir das auch gerne an. Wir starten mal in die erste Folge davon und sehen uns an, was es damit auf sich hat. So, jetzt. Der Baudezernent von Bad Salzuflen ist mächtig stolz. Denn hier steht ein ganz neuer und einzigartiger Brunnen für 40.000 Euro. Ein Brunnen für 40.000 Euro. Ich weiß, Brunnen sind teuer. 40.000 ist da noch fast schon ein Schnäppchen. Ich habe aber das Gefühl, dass mit diesem Brunnen irgendwas nicht ganz so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Und das, was ich jetzt als erstes gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt den Brunnen auch nicht besonders schön. So, rein optisch gesehen. Deutschlands erster Geysir. Wir wollten einen haben mit einem Wow-Effekt. Also ein Brunnen oder ein Geysir, der alle paar Minuten spritzt. Ich kenne sowas. Das haben wir, ich weiß gar nicht, wo haben wir, irgendwo in Frankfurt haben wir das, glaube ich, auch. Da muss man vorsichtig sein, wenn man drüber läuft, gerade im Sommer, weil im Sommer machen die das dann ganz plötzlich an und dann ist man nass und zwar von unten. Ganz schrecklich. Und das ganz ohne Vorwarnung. 1,50 Meter ja. Hoch und vor kurzem sogar noch viel höher. Wow. Ja, man darf da nicht zu nah dran vorbeigehen, dann wird man nass. Und ich glaube, die Umrandung, die außenrum ist, die reicht da nicht. Täne 3 Meter hoch spritzen lassen. Also der Geysir ging über 3 Meter hoch. Dann war aber im Umkreis von 6 Meter alles nass. Das kann ich mir vorstellen. Und das, was da drumherum ist, also ich, wenn mich nicht alles täuscht, sind diese Platten 50 mal 50. Nee, die sind nicht ganz so groß. Die sind, glaube ich, schon 40 mal 40. Dann sind das nicht. Das ist nicht mal ein Meter drumherum frei. Maximalen Meter. Also, da wird man schon sehr, sehr nass. Garantiert. Leider auch die Leute. Achtung. Ich habe hier schon einige Leute nass werden sehen, weil ich hier in Rufweite wohne. Ja, ganz ehrlich, wenn ich da am Wochenende frei hätte, ja, oder wohnen würde, ich würde ständig am Fenster hängen und mit dem Fotoapparat klick, klick, klick. Das wäre eine ganz tolle Geschäftsidee. Vom Geysir mit Nassspritzeffekt, kaufbar hier für 5 Euro. Hey, das wäre doch was. Der stört Leute, die erschrecken sich, werden nass gespritzt. Der ist doch voll. Im Übrigen, falls irgendjemand in Bad Salzuflen da jetzt in der Nähe wohnt und diese Idee aufgreift, ich hätte gerne 40%, danke. Sehen, dass man wegkommt. Wenn ich einen Herzinfarkt kriege, dann schrecklich. Ja, einen Herzinfarkt kriegt man, glaube ich, eigentlich nur beim ersten Mal, wo man vorbeiläuft. Dann weiß man ja, dass da was ist und dass das eventuell ganz überraschend ausspritzen kann aus dem Boden. Und dann ist es, sollte man sich vielleicht darauf einstellen, aber gut, okay, ja, ältere Leute haben da manchmal so ihre Probleme mit. Da muss natürlich gehandelt werden. Der Baudezernent baut ein Geländer um den Geysir für mehr Sicherheitsabstand. Nur leider finden die Bürger das auch nicht gut. Da wird jetzt ein Geländer drumherum gebaut. Bei einem Brunnen. Bei Wasser. Das ist wie mit dem Rauchen auf den Bahnhöfen. Eine Umrandung, Raucherzone. Man hat nur vergessen, den Zigaretten und den Pfeifen und so zu sagen, dass sie nicht aus dieser Umrandung raus dürfen. Wenn man da 5 Meter entfernt steht und der Wind steht richtig, dann kriegt man den Qualm trotzdem ab. Also genauso sinnig ist dieses Geländer.
Dann fällt man drüber, nachts ist das schlecht beleuchtet, dann rennt man gegen das Geländer. Solche Argumente kamen. Ich sag mal so. Also dagegen rennen verstehe ich ja noch. Wenn es schlecht beleuchtet ist, könnte man eine Lampe hinstellen, die es anleuchtet. Sieht auch der Brunnen vielleicht ein bisschen hübscher aus. Aber drüber fallen? Wie groß bitte ist die Person gewesen, die diese Kritik angebracht hat? 3,50 Meter? Gut, das 1.000 Euro teure Geländer wieder weg. Und die Spritzhöhe auf 1,50 Meter gekürzt. Wisst ihr, woran mich das jetzt mit den Kosten erinnert? An den Hundezaun. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, könnt ihr bei mir auf dem YouTube-Kanal finden. Da ist das der Hundezaun oder die Hundewiese in Hamburg. Das Geländer da ist ungefähr genauso. Doch auch so fordert der Geysir seine Opfer. Selbst schuld, wenn man sich so nah drüber stellt. Ist auch passiert, dass jemand ganz nah dran vorbeigeht. Die Fontäne kam gerade und eine Frau mit dem Rollator ist vor Schreck umgefallen. Dann ist der Rollator aber nicht sehr fallsicher. Würde ich sofort der Stiftung Warentest melden? Ganz schlechtes Produkt dann. Gut, das ist das Leben. Okay. Wenn wir auf dem Boden unten eine nasse Zone sehen, dann fragt man sich ja, was ist das? Warum ist das nass? Und dann guckt man. Und dann weiß ich auch, da ist irgendetwas. Also ganz ehrlich, ich sehe, wenn ich durch die Gegend laufe, öfters mal nasse Stellen, aber ich gucke da nicht, warum es da nass ist. Ich registriere, da ist nass. Okay, dann ist das eben so. Und da gucke ich nicht nach. Das könnte ja sonst was sein. Genau, hier ist doch irgendetwas. Huch. Upsala. Das finden auch die Leute im benachbarten Café spannend. Der ideale Geysir-Beobachtungsposten. Also ich kann eins sagen, wie gesagt, neben dieser Idee mit den Fotos hat der Kaffeebetreiber garantiert jetzt seine helle Freude dran, weil so viele Kunden hat er garantiert noch nicht gehabt, die nur da sitzen und sich darüber amüsieren wollen, was da passiert. Mein Mann garantiert würde sich auch da hinsetzen, weil der beobachtet gerne Menschen. Ist jetzt jeden Tag hier. Die Eltern wissen das gar nicht, dass da Wasser kommt. Da schon sind sie nass und dann sind sie am Schreien. Jetzt müssen wir nach Hause umziehen. Jetzt? Ja, dann gehen sie nach Hause, ziehen sich um, laufen den Weg wieder, werden wieder nass, müssen wieder nach Hause, wieder. Das ist ein Kreislauf, das ist geil. Da kann man mal sehen, was bestimmte Leute alles im Schrank haben. Sollen die Leute auf den Geysir-Erguss besser vorbereitet werden mit einer Countdown-Uhr? So sehen sie an einer digitalen Uhr, es sind noch 10, 11, 12, 13 Sekunden. Und dann bleiben sie auch stehen und erleben es. Okay, ein WB an Doodleman. Wir haben, also ich habe entschieden, dass wir noch eine halbe Stunde länger machen. Normalerweise wäre mein Stream schon vorbei. Aber wir kauen uns diese zwei Folgen. Also die eine Folge ist jetzt schon fast fertig. Aber da kommt noch eine zweite Folge hinten dran. Genau. In Bad Salzuflen brodelt es. Achtung, Herr Oberweiß, es kommt. Ja, das ist gut. Also die Folge war gut. Da muss ich sagen, Schildi 1, das war eine tolle Idee. Da bin ich richtig genial. Du darfst mir natürlich auch gerne ein Video von dir empfehlen. Klar, richtig gerne, Doodlemann. Wie gesagt, das Video, was ich jetzt hier gerade mir angeguckt habe, oder was wir uns hier gerade angeguckt haben, das war auch eine Empfehlung von Schildi 1. Und da reagiere ich auch. Und wir schauen uns aber gleich noch die zweite Folge an. Deswegen bleiben wir kurz dran. Wir machen klein. Aber erstmal natürlich auch hier wieder ein Like von mir. Das kennen wir ja schon. Ein Like gegeben. Abonniert ist das Ganze von mir schon. Das ist von den Kollegen von Extra 3. Der reale Irrsinn. Ja, also das ist nochmal von mir gesagt. Das ist das zweite Video, was ich von Schildi 1 empfohlen bekommen habe. Der zweite Teil zum Geysir von Bad Salzuflen. Im ersten Teil hatten wir ja schon den Teaser so ein bisschen, dass es eine Uhr geben soll. Vielleicht hat es jetzt damit zu tun. Wir schauen es uns zusammen an. Sehen wir weiter. Okay. Touristische Highlight von Bad Salzuflen kommt zunächst ganz harmlos und unscheinbar daher. Doch dieser Brunnen hat es seit 2015 in sich. Wir wollten einen haben mit einem Wow-Effekt, also ein Brunnen oder ein Geysir, der alle paar Minuten spritzt.
Ja, das hatten wir ja schon. Das hat er ja schon beim ersten Teil gesagt gehabt, dass er den Links hat. Ich finde immer noch, also jetzt, wo ich weiß, worum es geht dabei, ist es natürlich klar, er hat was, aber trotzdem finde ich den immer noch nicht schön. Und wenn ich mir überlege, dass das Ding 40.000 Euro gekostet hat, ich weiß nicht. Und wie der Geysir früher gespritzt hat. Wow, einfach umwerfend. Die Fontäne kam gerade und eine Frau mit dem Rollator ist vor Schreck umgefallen. Wie ich gerade eben schon sagte, Stiftung Warentest melden, schlechtes Produkt muss verbessert werden. Also der Rollator, nicht der Brunnen. Gut, das ist das Leben. Das ist das Leben. Und wie das Leben so spielt, gab es an dem tollen Geysir doch tatsächlich Kritik. Ja, das kann man verstehen. Also wie gesagt, hatten wir ja schon im ersten Teil, 3 Meter, zu kleiner Abstand dazu. Aber da sind die Leute auch selber dran schuld. Man weiß ja, dass da der Brunnen ist. Außer man kommt nicht von da. Der stört Leute, die erschrecken sich, werden nass gespritzt. Der ist doch furchtbar. Man muss immer sehen, dass man wegkommt. Wenn ich einen Herzinfarkt kriege, dann scheußlich. Ja, wenn du einen Herzinfarkt kriegst, dann du weißt doch, dass der Brunnen da ist. Dann geh ein bisschen weiter dran vorbei. Und also wenn man das jetzt so sieht, auf der einen Seite ist ein bisschen mehr noch, was drüber spritzt. Auf der anderen Seite sieht es halt nicht so aus. Ja, man muss halt ein bisschen Abstand halten. Mittlerweile ist die Gefahr gebannt. Okay, haben Sie Brunnen abgestellt. Der Wasserstrahl, der rauskommt, war schon etwas höher, genau. Und dann hat man aus Sicherheitsgründen dann schon etwas abgeschwächt, genau. Von 3 Metern hat man auf 1,50 Meter runtergebracht. Haben Sie jetzt noch tiefer gemacht? Zudem hatte Herr Oberweiß noch eine super Idee. Hier müsste doch nur ein Countdown installiert werden. Gesagt, getan. Nun kann ja gar nichts mehr passieren und keiner muss sich mehr erschrecken, wenn man denn auf den Countdown achtet. Eben genau das ist das große Problem. Der Countdown ist so angebracht, dass man ihn nur sieht, wenn man davor steht. Wenn man vorbeiläuft, guckt man wahrscheinlich gar nicht da hoch, weil man eher auf den Brunnen achtet. Auch wieder so eine Sache. Manche erschrecken sich, weil die nicht auf die Zeit achten. Ist vielleicht auch ein bisschen versteckt. Man merkt manchmal, wenn sie vorbeigehen, zucken richtig zusammen, die das nicht kennen. Ne? Ja, also wie gesagt, ich hätte die Uhr vielleicht woanders angebracht. außerdem, ja, wie gesagt, also, das sind diese Sachen, wo sie Steuergelder verschwenden. Wir sind da schon Profis hier, ne? Das ist gut. Das Berliner Ehepaar kommt jedes Jahr zur Kur in die Stadt und ist Fan vom Geysir seit dessen Anfängen. Wie gesagt, hatte ich ja schon, ich finde ihn von der Optik her nicht so schön. Es gibt schönere Brunnen, ganz ehrlich. Aber von der Funktionsweise her, hat er was? Er hat was. Und ich kann mir da vorstellen, dass man damit seinen Spaß haben kann. Heute ist dieser ein Spaß für Jung und Alt. So, jetzt geht's los. Nee, lieber nicht. Jetzt. Da steht doch die Uhr. Oberweiß sagt mittlerweile selbstbewusst, den Geysir würde ich immer wieder so machen. Denn der entwickelte sich zum Publikumsmagneten und zieht Menschen und Tiere aus aller Welt an. Also eins muss man jetzt mal sagen, wenn der Hund da dagegen macht, durch den Geysir wird das gleich wieder weggespült. Allerdings wäre es lustig, wenn der Hund da pinkelt und dann wird gespritzt. Entschuldigung. From Madrid to visit. And did you come to visit the Geysir? Yeah, every year we come here, we stop by, yeah. Für den wohl einzigen Brunnen mit Countdown, einmalig wie von vornherein geplant. Wir wollten einen haben mit einem Wow-Effekt. Ein Brunnen mit Wow-Effekt. Zumindest für alle, die die Uhr nicht lesen können. Da habe ich am Ende doch meinen erschreckten Hund gekriegt. Aber Kerl, tut mir zwar leid, aber ich fand es trotzdem lustig. Also, ein Daumen hoch geht von mir schon mal an den Schildi 1 für die beiden Videos, die er mir hier angedacht hat, die er mir da vorgeschlagen hat. Ihr seht also auch, wenn ihr mir was vorschlagt in den Kommentaren auf YouTube, dann mache ich da auch was draus, wenn das machbar ist. Und wir sind dabei, wenn ihr natürlich gerade hier seid, könnt ihr mir, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen oben da lassen, unten auch vielleicht abonnieren, wenn ihr möchtet, und einen Kommentar da lassen, vielleicht mit einem Videovorschlag
oder einer Kritik oder einer Anregung oder was euch sonst gerade so einfällt. Würde ich mich freuen. Ich reagiere auch auf die Kommentare, gehe da drauf ein, garantiere ich euch. Und ja, für heute bleibt mir dann noch zu sagen, wenn ihr könnt natürlich auch bei den Kollegen von, das hätte ich vorhin vergessen natürlich, bei den Kollegen von Extra 3 vorbeischauen. Einen Daumen hoch lasse ich wieder da und abonniert habe ich ja, wie gesagt, schon. Genau, das ist soweit gemacht, genau. Und ja, mir bleibt dann nur zu sagen, für heute und für diese Folge sage ich euch Tschüss und wünsche euch noch viel Spaß mit meinen weiteren Videos.